Ja, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ja, willkommen hier auf der Schwäbischen Alb, besser gesagt in Münsingen, da steht's, TSG Münsingen. Ja, hier hat es schöne Parkplätze, da können wir parken, denn wir wollen heute den Bergbiertour. Die Bergbiertour machen. Und Bergbier heißt es nicht, weil es jetzt Berge hoch und runter geht, sondern von der Brauerei Bergbier ist die Tour, oder? Mit denen zusammen, weil, keine Ahnung. Auf alle Fälle wollen wir die heute mal angehen. Wetter ist natürlich super, wie immer, wenn wir reisen. Das passt schon mal. Ja, es gibt eine Zwei-Tages-Tour. Könnten wir auch an einem Tag durchziehen, aber das wollen wir ja gar nicht, denn wir wollen ja in die Brauerei Bergbier. Und jetzt gehen wir los. Erstmal abladen, besser gesagt, und dann können wir los. Dann laden wir mal ab. Da muss man sich schon überlegen, ob er bei dem Wetter überhaupt losfährt. Ich habe jetzt schon arschkalte Hände. Naja, ich habe Handschuhe dabei, Yoshi ja. Und naja, bei schönem Wetter können alle, gell? So ist es. Ja, wir haben jetzt alles aufgeladen, haben das Auto abgeschlossen. Und ja, in die Richtung müsste es losgehen. Ich habe meine fetten Handschuhe an. Yoshi ja, hat dünne Handschuhe. Dünne Handschuhe an. Mal schauen, wer weiterkommt. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier mal. Ja, wie gesagt, ja, habe ich jetzt ehrlich gesagt, wir werden heute wahrscheinlich überwiegend mit der GoPro fahren müssen, weil ihr seht ja selber, wie das Wetter ist. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wir spüren es gerade. Dann gehen wir los, ja? Ja. Also, auf geht's. Ja, die GoPro hat ein Update bekommen jetzt erst. Wir haben übrigens, glaube ich, der 5. oder 6. November. Joshi, der wievielte ist? Der wievielte haben wir? 6. November. Weiß es nicht. Ja, egal. Egal, es regnet auf alle Fälle arschkalt. Und wir freuen uns auf eine klasse Tour. Ja, ein Kapuzen einstellen. Erste schöne Rastplatz hier, ja, braucht man gerade nicht so arg. Yoshi macht noch diverse Einstellarbeiten an seiner Kapuze. Da unten das Industriegebiet hier von Münsingen. Und ja, wir hoffen, dass es so ein, zwei Stunden noch regnet und dass dann ein bisschen besser wird. Aber da steckt man halt nicht drin. Gehen wir weiter. Jetzt haben wir auch schon die erste Beschilderung hier. Von Münsingen sind wir ja gekommen. Jetzt geht es links ab Richtung Wasserstetten Buttenhausen. Und da sieht man ja Bergbiertour, unsere Tour. Und gerade sind wir schon ein bisschen zu weit gefahren in diese Richtung. Aber wir haben das Schild noch entdeckt und fahren jetzt hoffentlich richtig. Wir fahren jetzt hier mit ziemlich wenig Unterstützung. Also wir haben nur die Stufe 2 drin, das heißt ja bei dem Rad hier, das unterstützt bloß so bis 10 km/h. Und ja, gerade, dass uns ein bisschen warm wird, aber es geht jetzt überwiegend bergab. Also ich denke mal, heute brauchen wir nicht viel Akku. Yoshi, wer ist? Geradeaus, immer da die Schilder folgen. Und wenn es unklar ist, dann kommt wahrscheinlich so ein Schild von der Bergbiertour. Schön merken, Bergbiertour. Kann man aber nur bei schlechtem Wetter fahren, denn bei schönem Wetter hätte man sich das Bier nicht verdient am Ende der Tour. Ich denke, jetzt sind wir hier im Tal der Lauter angekommen.
Die schlängelt sich hier schön durch und wir werden das gleiche machen. Wir werden uns auch schön durchschlängeln. Hä? Aber ja, Daumen nach oben gibt es hier nicht für das Wetter. Schon hart. Schön. Gut, dass ihr andere Hose dabei habt. Sogar ein Klo hat sie an der Strecke. Dann gucken wir mal rein. Ich muss nämlich gerade mal. Eine Oettinger Flasche steht. Aber ganz sauber. Ist okay. Hey Joschi ist auch noch geschwind in der Hütte verschwunden. Ja, wir hoffen immer noch, dass es mal aufhört mit Regnen. Ist also wirklich nicht angenehm. Es ist ja auch nicht warm. Es hat gerade mal so 4 Grad, 3 Grad. Also stellenweise tut es heute ja schon schneien auf 800 Meter. Also ja, wir haben uns wirklich nicht gerade die beste Zeit, der beste Tag oder die besten 2 Tage rausgesucht. Anfang der Woche war es noch besser, aber da hatten wir halt keine Zeit und jetzt haben wir halt Zeit und so. Jetzt nehmen wir es, wie es ist, wie immer. Schwätzen nicht länger. Und? Heute ist sauber, gell? Ja. Kann man sich nicht beschweren. Ist aber auch nicht viel los heute. Wir gehen weiter. Ja. So, 17% Gefälle. Na, besser Gefälle wie Steigung, ja? Und ich sag's ja immer, auch wenn das Wetter noch so scheiße ist, so, die Natur hat doch immer noch ein paar schöne Farben für uns übrig hier. Das hält doch schon wieder ein bisschen auf hier. Der Joschi hat gerade gesagt, 100 Hunde singen, wir sind in 100 singen. Okay, also, dann ist das auch geklärt. Vor uns 100 singen, weil 100 Hunde singen. Oh, das Brennholz, schön. Bei mir im Ofen liegt auch gerade Brennholz drin und gibt schön warm. Und wir Idioten, naja, was soll's. Hier gibt's Eis. Eis. Das wäre doch was, oder? Ja, ich glaube, Glühwein tät heute besser gehen wie Eistee. Ja, Glühwein gab's keinen. Dann fahren wir halt weiter hier. In dem schönen Lautertal, bei lieblichem Wetter, bei zartem Regen, schön durchs Lautertal. Schon schön, gell? Ja. Sollte das im Bild bleiben. Vor uns jetzt eine Burgruine. Ja, wenn es jetzt nicht regnen tät, dann hätte ich jetzt gern mal hier ein bisschen die Hexe gestartet und wäre hier mal ein bisschen rumgeflogen. Gerade bei der Ruine und da vorne ist so ein schöner Stein, aber ja, das Wetter verbietet das von selber. Dann bleibt man am Boden heute. Nicht, Joschi, heute bleibt man mal am Boden. Regnet, ne? Ja. Ja, falls uns die Akkus ausgehen sollten, gibt es immer mal wieder am Wegrand solche Modelle, die wir dann ausleihen könnten. Von Tier. 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 Machst die Tier-App drauf und dann geht's los. Stehen einfach so rum hier. Tja, liebe Gäste, wir bedanken uns für die Saison. Ich bin eigentlich der Meinung, jetzt wäre Glühweinsaison. Da läuft was falsch hier am Bootshaus. Ja, wir sind definitiv zu spät dran und nicht nur eine Stunde.
Und noch kurz die Ruine von Bichelshausen angucken. Ja, vorher hat es mal kurz aufgehört mit Regnen. Da haben wir kurz die Drohne hier drüber schweben lassen, fliegen lassen. Aber während dem Fliegen hat es schon wieder angefangen mit Regnen. Ja, ist wohl heute nur einmal Regen. Und das aber richtig, gell? Das hört er wieder auf. Wir haben 11.15 Uhr, wir hätten ein schönes Süpple dabei, schönes warmes Süppchen, wo man kochen könnte. Falls mal eine Hütte kommt, dann könnten wir mal schön was machen. Aber bisher sind nur solche so Lagerplätze halt, Tischle, Bänkle, aber bei dem Wetter kannst du ja nicht raussitzen und kochen, das geht nicht. Also gehen tät's schon, aber da haben wir also wirklich keinen Bock dazu. Da unten wäre schon wieder ein Lagerplatz. Da drüben ist auch wieder so ein Klohäusle. Auch eine kleine Hütte. Joschi, sollen wir mal gucken, ob man da rein kann. Da drüben ist so eine kleine Hütte. Siehst du? Ja, wir haben beschlossen, hier ist ja so kleines Bänkle in der Hütte, für was auch immer die Hütte ist, vielleicht zum Umziehen, keine Ahnung. Ja, da ist ein Kleiderbügel und so ein kleines Bänkchen und wir haben jetzt beschlossen, hier machen wir einfach unser Süppchen. Das passt doch, das sind wir im Trockenen und gut ist. Zufrieden? Ja. Für den Moment, gell? Dessen wohl bewusst, dass es uns heute wahrscheinlich kalt wird, haben wir hier so einen deftigen Linseneintopf, besser gesagt zwei so Tütchen und so Mini-Wienerle. Und da wird jetzt der Trank hier angeschmissen und dann gibt es was Warmes zum Essen. Und dann geht es alles viel besser danach, hoffe ich doch. Und dann hoffen wir auch nur, dass es aufhört mit Regnen. Ja, bis das Wasser kocht hier, werden wir noch zwei Zuschauer Bier trinken. Wir haben heute unsere Taschen voll mit Zuschauerbier. Alles Dosen. Ich habe daheim auch noch Flaschen, aber wir haben gesagt, wir nehmen jetzt mal ein paar Dosen mit, weil das Zeug wird ja alt und das muss ja auch nicht sein, oder? Das wäre übel, wenn das nur übers Verfallsdatum geht. Also vielen Dank an alle, die uns ein Bier geschickt haben. Ich kann mir alle Namen nicht merken und alles aufschreiben. Ja, das ist mir einfach. Ich sage jetzt vielen Dank. Wird jeder wissen, von wem es ist. Ja, ich meine, der es geschickt hat, wird es wissen. So ist richtig. Also ich trinke jetzt besser, bevor ich noch mehr so Blödsinn hier rausrede. Zum Wohl. Zum Wohl. Bergbier-Tour. Also normal müssten wir ja Bergbier trinken, aber ich glaube, das kommt mit Sicherheit heute auch noch. Kommt noch. Kommt noch. Aber jetzt zu den Linsen gibt es mal Zuschauerbier. So. Gucken wir mal, ob wir da das alles da reinkriegen überhaupt.
Ja, hier vor mir köchelt, sieht man glaube ich nicht, oder? Egal. Das muss jetzt, was hast du gesagt, 13 Minuten? 13 Minuten, ja. Also das heißt, wird wieder eine Punktlandung. Punkt 12 ist dann fertig. Und ich weiß nicht, brauchen wir dann ein zweites Bier. Jetzt wird's spannend, ob unsere kleine Würstle hier alle reinpassen. Aber gerade so, oder? Also ich glaube, der Trangia ist speziell gemacht für zwei Päckchen Linseneintopf plus ein Päckchen Mini-Wienerle. Die große Frage, der fragt sich, wie kriege ich das Bier leer? Und ich frage mich gerade, wie kriege ich das in den Teller rein? So. Jessi? Ja. Ich habe keinen Plan. Hilfst du mal? Ja. Nicht, dass ich dich. Nein. Ich glaube. Also, 2 Stunden später. Also, so wird's nix. Nee. Nee. Was noch? Zieh du mal ein bisschen. Flüssigkeit. Wird's heiß? Ja, ja. Wir sind jetzt nicht die intelligentesten Servierer hier, aber. Ja. Das ist ja der andere Teller. Ja. Ja, es ist nicht ganz so einfach hier in dieser Hütte zu essen. Aber es wärmt und ja, wir sind beim zweiten Zuschauerbier angekommen hier. Ich habe ein Wolters Pilsner, vielen Dank. Was hast du? Quellfrisch aus so. Der Schweiz. So, von wem das Quellfrisch ist, weiß ich sogar aus dem Kopf, das ist schon Pierre. Und das hat er nämlich zum Horst gebracht, der ist mit dem Fahrrad in Schwarzwald kommen. Ich weiß jetzt nicht, ist er direkt mit dem Fahrrad gefahren oder hat er irgendwo Zwischenlandung gemacht und ist dann mit dem Fahrrad. Auf alle Fälle hat er mit dem Fahrrad das Quellfrösch zum Horst gebracht in die Metzgerei. Und ja, und dann sollte ich es eigentlich mit dem Horst trinken. Er hat aber, ich glaube, 4 oder 5 gebracht. Also ich habe noch welche daheim. Ich kann mit dem Horst noch welche trinken, aber der Horst hat ja immer so wenig Zeit. Und deswegen haben wir auch ein Quellfrösch mitgebracht. Und dann können wir jetzt. Quellfrisch. Jetzt kann ich vielen Dank, Pierre in der Schweiz, sagen. Vielen Dank, Pierre in der Schweiz. Hey, wenn der immer so meint, was ich sage. Das ist Quellfrisch. Okay, also jetzt aber. Zum Wohl. Und dann essen wir wie immer in Ruhe. Ja. Ja, wir verlassen diesen wunderbaren Ort jetzt wieder, haben ehrlich gesagt 2 Bier getrunken und die Linsensuppe und wir frieren immer noch, eigentlich noch mehr wie da, wo wir angekommen sind. Also jetzt Akku auslassen und dann mal richtig trätteln, aber wie gesagt, das meiste geht es bergab. Wir haben noch, was haben wir gesagt? 39 Kilometer. Noch 39 Kilometer, kein Problem. Machen wir ganz locker hier in dem. Jetzt fängt es wieder an. Regen wird wieder ein bisschen stärker. Ah, wir schaffen das. Ja, okay. Weiter geht's. Oh, du hast nasse Handschuhe, stelle ich gerade fest.
Ja, jetzt immer wieder links und rechts vom Weg so Felsformationen, alte Burgen ohne Ende. Ja, und Regen halt, ja, wie es sich gehört. Ja, aber schön, also dieses Lautertal hier, das ist richtig klasse zum Fahren, muss man sagen. Ja, wenn dann mal nicht so kalt wäre. Ja, bei so einem schönen Radweg, da wundert es uns ganz, dass wir gar keine anderen Radfahrer sehen. Aber hängt vielleicht damit zusammen, dass November ist, gell? Also. Ja, aber irgendwie hat es trotzdem doch was. Also, so ganz schlecht ist gar nicht, wie man es meinen könnte. Vor allem die Felsen hier überall, echt klasse. Ich weiß nicht, ob man die jetzt so sieht, aber das Tal hier, also wirklich herrlich. Richtig herrlich, muss ich sagen. Jetzt da vorne wieder so Felswände und so. Echt klasse. Wo ist denn der Yoshi? Muss da irgendwo sein. Da ist er. Ja, da drüben jetzt wieder. Richtig schön. Wieder kurz aufgehört mit Regnen. Dann haben wir gemeint, eine Chance für die Hexe. Zeigen wir euch mal kurz hier das Lautertal. Das ist nämlich wirklich gigantisch, wie sich das so schlängelt hier. Also die Lauter, die ist nicht begradigt, sondern im Gegenteil, die ist, glaube ich, in Schleifen gelegt. Richtig interessant. Hexe ist wieder gut gelandet, jetzt wird sie noch verpackt und dann geht's weiter. Ja, doch, ich muss sagen, auch bei schlechtem Wetter die Bergbiertour absolut zu empfehlen. Man muss sich nur richtig gut warm anziehen, dann passt das. Ich hoffe, ich habe nicht so eine arg große Rotznase hier. Ja, der Yoshi und ich, wir haben uns hier wirklich jetzt gefragt, ist das normal hier, dass der Fluss, ist das sein natürliches Flussbett oder wurde das mit Absicht hier gemacht? Das Gegenteil von Flussbegradigung, ja. Das Gegenteil von Flussbegradigung. Es ist also wirklich seltsam, wie das sich die Lauter hier durchschlängelt. Ja, falls jemand weiß, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob das hier der natürliche Lauf ist oder ob das mit Absicht wegen Hochwasserschutz oder so eventuell so gemacht wurde, keine Ahnung. Ja, auf alle Fälle schön, richtig schön. Ich muss jetzt mal die Nase putzen. Und auf die Brücken hat es hier immer wieder so schöne Figuren. Sehen wir jetzt schon das zweite Mal. Und jetzt halten wir das auch mal fest hier.
Ja, für den Moment regnet es nicht mehr. Voll gewonnen. Kann man Kapuze mal wieder abziehen. Also wir haben gerade festgestellt, das Gute bei einem Fatbike ist, wenn du die Unterstützung auslässt, dann wird sie selbst bergab oder auf der Ebene warm beim Tretteln. Also so ganz schlecht ist es gar nicht. Auf alle Fälle bei dem Wetter heute, gell? Ja. So, jetzt weiter im Stufe 0 hier durchs Lautertal ist es, gell? Genau. Durchs Lautertal. Aber mal was, ein bisschen hier von den kleinen Ortle zeigen unterwegs. Das sind nämlich immer wieder schön, wo man durchfährt. So, jetzt müssen wir nach links, genau. Da ist Schild. Das nächste ist Anhausen in halben Kilometer und Kochstetten in 6 Kilometern. Vor uns die nächste Burgruine. Und der Joschi hat es gerade gesehen an so einem Laufschild, da Laufband. Der 4.11. ist heute erst, nicht der 6. Habe ich mich getäuscht, so weit sind wir noch nicht. Also der 4.11. und 7 Grad sind im Moment Stand auf dem Laufband. Und ihr seht ja überall diese klasse Felsen hier. Ja, Tempus fugit. Joschi hat es mir gerade übersetzt, die Zeit rennt. Er ist sich nicht sicher, aber eigentlich hat er ja Latein gelernt, also er soll es wissen. Aber für uns rennt die Zeit nicht so arg, wir haben noch Zeit genug. Und ich hätte ja nicht geglaubt, die Uhr, die stimmt tatsächlich. Super, ja. Weiß zwar nicht, was es ist, aber ich finde es klasse. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. Ja. Tempus. Ja. Doch nicht rennen. Wie spricht man es aus? Tempus fugit, aber ich meine, im Lateinischen wissen wir nicht, wie die Aussprache war. Du solltest aber wissen. Hey. Und auch wenn die Zeit vergeht, wir fahren hier gemütlich weiter. Jetzt ist gut, gell? Wenn es nicht regnet. Richtig. War noch vorher auch schon gut. Ah ja, komm, als viel Regen ist nichts, also. Ajo. Jetzt regnet es gleich wieder, wenn der so rausspricht. Also, auf geht's. Tempo, fugit oder was weiß ich. Die Zeit vergeht. Wir gondeln hier so richtig gemütlich durch die Gegend, muss ich euch sagen. Also mit 15 km/h mal 20. Und das, obwohl es wirklich eben und bergab geht. Ja, und hier hat die Lauter mal ein bisschen Gefälle gekriegt und das zeigen wir euch mal. Da ist nämlich ein bisschen Bewegung mal in der Lauter und das werden wir euch jetzt auch mal zeigen. Und dann gondeln wir wieder schön gemütlich mit unseren 15, 20 km/h weiter, weil wir haben ja wirklich auch Zeit genug heute, insofern kein Thema. So viel Bewegung traut man der lahmen Lauter von da oben gar nicht zu. Aber hier, doch, da steckt doch was dahinter. Und schon ist wieder die schöne, brave Lauter von vorher. War nur ein kurzes Stück, wo sie mal ein bisschen gefallen ist. Ja, weil wir zu faul waren, da hochzulaufen, haben wir einfach die Hexe kurz hochgeschickt.
Im Moment sind wir hier ganz allein mit unserem Radweg und mit der Lauter. Also ansonsten ist jetzt gerade keine Straße mehr hier im Tal. Und das ist richtig angenehm, muss ich euch sagen. Richtig schön. Vor allem auch ohne Regen. Ja, das ganze Ding ist also wirklich super ausgeschildert. Navi braucht man hier überhaupt nicht. Ich habe es zwar mitlaufen, aber waren bisher absolut noch nicht drauf angewiesen. Ja, und es ist nicht so, dass es hier keine Hütten geben tät. Wir haben vorher schon mal eine gesehen, wo wir essen hätten können. Und auch hier, die wäre nicht schlecht gewesen. Schön mit Tisch. Also gibt auch schön Unterstellmöglichkeiten hier im Lautertal. Wir fahren hier wirklich durch eine fantastische Felsenlandschaft. Richtig hohe Felsen hier. Hier sogar eine kleine Höhle. Ja, nicht auch tief, aber richtig schön anzusehen. Und was mich hier überhaupt nicht wundert, das ist auch der Burgenweg. Naja, müsste eigentlich mehr Burgruinenweg heißen. Aber passt schon. Und ist doch echt klasse. Auch bei so einem Wetter kann man mal starten. Wenn es wieder aufhört mit Regnen, ist gut. Ja, es ist jetzt der Radweg zu Ende. Wir sind wieder auf einer Straße gelandet und es fängt wieder an zu regnen. Okay, aber immer noch schön. Passt alles noch. Ich muss sagen, das Lautertal hier hat mich wirklich überrascht. Richtig toll. Da muss nicht unbedingt die Sonne scheinen. Das ist auch so schön. Ja, und jetzt komme ich mir ja gerade vor wie im Burgtal. Jetzt auch noch so eine schöne Unterführung. So ein Durchbruch. Klasse. Hier die Lauter. Ja, und jetzt kommen wir wieder in der Ortschaft raus hier. Schön. Wir waren jetzt gerade in Lauterach und es geht weiter nach Untermarchtal. Das kommen in 4 Kilometer. Und keiner hat es gedacht, an der Lauter entlang. Hier sind wir jetzt ins Naturschutzgebiet gekommen. Und ja, da liegen die Bäume links und rechts flach. Da ist der Biber schwer am Schaffen. Oder wahrscheinlich die Biber. Das wird nicht nur einer sein. Gut, fahren wir durchs Naturschutzgebiet. Darf die Hexe am Boden bleiben jetzt? Ja, die Lauter ist da vorne wohl in die Donau gemündet. Und dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, wie an der Donau weiterfahren. Was soll's? Dann fahren wir jetzt an der Donau weiter und die Lauter, die fließt ja mit uns mit, so gesehen, in der Donau, dann passt das. Weil ich denke mal, in die andere Richtung geht sie nicht. Eher nicht, gell? Eher nicht. Okay, weiter geht's. Es wird schon wieder frisch irgendwie. Ah, im Sommer ist schon schöner. Aber wir sind wirklich allein. Wir haben heute noch nicht einen Fahrradfahrer gesehen. Nix, null, nee, da. Total allein und das bei so herrlichem Wetter. Unglaublich.
Kurzer Blick hier auf Untermarchtal mit seinen Klosteranlagen. Hier vor uns direkt der Rastplatz hier vom Donauradweg, kenne ich auch noch gut. Da waren meine Kinder schon auf dem Holzfahrrad gesessen. Ja, alles noch in Erinnerung hier. Und weiter geht's in diese Richtung. Seit wir jetzt hier auf dem Donauradweg sind, brauchen wir jetzt auch mal hin und wieder die Unterstützung. Jetzt hat es nämlich sehr wohl der eine oder andere Hügel. Vorher im Lautertal, da war ja gar nichts. Da hat man ja wirklich tiefenentspannt radeln und rollen können. Rollen und radeln. Ja, soweit ich weiß, geht es jetzt da in die Richtung weiter. So kenne ich es auf alle Fälle. Bis zum Ziel haben wir es noch 15 Kilometer. Wir kommen jetzt gerade nach Munterkingen und sind immer noch auf dem Donauradweg. Genau, wie lang das heute der Fall ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich bis zum Schluss. Ich weiß es nicht, wie immer. Planlos unterwegs. Jetzt also ein bisschen durch die Altstadt hier von Munterkingen. Und ein ganz kleines bisschen blau da oben am Himmel. Man glaubt es ja kaum. Öschi, wenn es so weitergeht, scheint noch die Sonne heute. Es sind noch 8 Kilometer bis zur Unterkunft. Wir haben gerade mal versucht, in der nassen Wiese ein bisschen unsere Schuhe sauber zu machen. Die sind ja voller Dreck vom Spritzwasser und wir sind ja viel Schotterwege gefahren. Naja, so arg erfolgreich waren wir nicht, aber wir hoffen, die nehmen uns auch so auf im Hotel. Okay, schauen wir mal. Bist du bereit? Ja. Dann fahren wir weiter. Schaut euch das an. Jetzt sind wir noch bald durch. Und der Himmel, der reißt immer mehr auf jetzt. Naja, morgen ist ja auch noch ein Tag. Vielleicht haben wir da ja was davon, vom blauen Himmel. Aber wie gesagt, wir müssten jetzt bald in dem Ehingenberg und in Ehingen haben wir die Unterkunft. Da müssten wir jetzt noch bald ankommen. Ja, wir haben jetzt Berg erreicht. Und wie es aussieht, ist da oben auf dem Berg die Brauerei. Ja, jetzt also die Brauereiwirtschaft. Da sind wir überlegen, ob wir da heute Abend essen. Aber das wird sich noch zeigen. Schauen wir mal, was es im Hotel zum Essen gibt. Und ja, eigentlich hätte ich jetzt abbiegen müssen. Und dann drehen wir halt hier noch geschwind eine Runde, fahren an der Brauerei vorbei. Hier die Bergbrauerei, da kriegt man ja Durst hier. Ja. Und dann fahren wir zu unserem Hotel. Ja, schön hier. Ja, wir sind jetzt in Ehingen hier und schauen mal, ob wir unsere Unterkunft finden hier, unser Hotel. Also das hier ist schon mal nicht. Da müssen wir noch ein bisschen suchen. Ja, wir haben unser Ziel erreicht hier, den Ochsen. Und jetzt schauen wir mal nach unserem Zimmer. Das hat jetzt reibungslos geklappt. Wir haben hier ein schönes Zimmer mit Bad und allem, passt. Kostet für 2 Personen 90 Euro. Ist okay, kann man nicht meckern.
und wir haben Steckdosen zum die Akkus laden. Aber wenn wir heute nicht viel Akku gebraucht haben, wir machen sie wieder richtig voll. Denn morgen geht's die Alpnuft, da geht's dann, da hat es ein paar richtige Steigungen. Morgen machen wir dann die Höhenmeter. Da fahren wir auch am Blautopf vorbei und so. Also ich denke mal, morgen wird nochmal eine richtig schöne Tour. Mit schön viel Regen und so. Yoshi kommt auch wieder aus dem Bad. Ja, und jetzt haben wir für heute Abend haben wir hier unten drin einen kleinen Tisch reserviert, weil die Fahrräder, die haben wir jetzt eingeschlossen. Die haben da so eine Tiefgarage hier unter dem Gebäude. Da ist das so eine große Tiefgarage und da ist ein Bierkeller. Und die Fahrräder, die schlafen ja besser wie wir. Die schlafen nämlich in dem Bierkeller. Aber wir hoffen, dass wir heute Abend auch noch ein Bergbier hier kriegen zum Abendessen. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt einen Tisch reserviert. Jetzt haben wir erstmal anderthalb Stunden Zeit, ein bisschen umziehen und ein bisschen ausruhen. Und dann gehen wir runter, schön ein Bierchen trinken und schön was essen. So machen wir's. Alles klar. Klingt nur ein Plan. Ja, bei so einem Wetter, da wird halt alles wattstreckig. Die Taschen, der Akku haben wir erstmal ein bisschen putzen müssen, bevor wir ihn hier hochbringen. Es ist wie es ist. So, jetzt können die Akkus laden und in einer Stunde, da werden wir dann laden. So machen wir es. Ja, unser Bergbier haben wir jetzt auch hier gekriegt. Das passt ja zum Wohl. Und zum Essen haben wir einen Schwabentraum bestellt. Das ist jetzt unser Schwabentraum, nämlich Schweinefilet mit Spätzle. Sieht gut aus. Ja, schön. Ja, unser Schwabentraum, das war ein Träumchen, muss man sagen. Und für alle, die so gern mitzählen, wir hatten zwei Bier dazu? Drei Bergbier. Der übertreibt wieder, du. Also hatten wir drei Bergbier dazu und dem nicht genug. Jetzt gibt's noch ein Zuschauerbier. Und das ist ganz, ganz was Hartes. Joshi, wie heißt's? Leffe aus Belgien scheinbar. Ja, vielen Dank für das Leffe. Und das Schlimme an dem Leffe ist, das hat 6, irgendwas. 6,6% und das abends im Bett. Zum Wohl. Ja, die 6,6 schmeckt man. Also vielen Dank für das Leffe hier noch. Und das werden wir jetzt zum schönen Krimi hier genießen. Und zu euch sagen wir vielen Dank fürs Reinschauen. Und morgen geht's weiter. Richtung Blautopf und dann Richtung Auto. Also nicht die gleiche Richtung, das ist ja eine Rundtour hier. Das heißt, wir werden morgen einen anderen Weg Richtung Heimat fahren und soweit ich weiß, einen Weg mit vielen Höhenmeter. Aber die Akkus werden gerade geladen, also passt. Also vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum... Ja, bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ciao. Ciao. So, und wir schalten jetzt hier den Fernseher ein.